veganes Grillfleisch von Aldi. Also neben Obst und Gemüse und Fleisch isst du auch veganes Grillfleisch von Aldi. Es gibt schon leckere Sachen von vegan, aber nicht alles ist halt lecker, ne? Das war knapp. Der war knapp eben. Was denn? Am Baum vorbei. Der wäre das Wendemanöver. Ich bin gleich schon wieder bei der Zuckerfabrik. Heute ruppen wir hier mal ein paar Kilometer runter. Aber da tatsächlich ist es wieder. Diesmal ist es aber ein anderes Ruckeln als sonst, ne? Ja, also irgendwas ist mit dem Server. Ich werde demnächst mal den anderen Server neu starten, den richtigen. Also ich esse gern vegetarisch und auch vegan. Es soll sich aber nicht als Fleisch tarnen. Wenn ich Fleisch essen will, dann esse ich Fleisch. Ja, also erstens mal würde ich nie jemanden verurteilen, der Fleisch isst. Ich würde auch nie jemanden verurteilen, der kein Fleisch isst. Das halte ich, das kann jeder machen, wie er das möchte. Aber ich habe auch tatsächlich diese Meinung, ich finde es blöd, dass man so viele Sachen in vegan macht, nur um sich selber vorzugaukeln, dass man Fleisch isst. Und das ist so auch so, spiegelt sich so auch meine Meinung wieder. Tatsächlich. Stoße ich auch immer auf Missverständnis, aber kann ich auch mit leben, muss ich sagen. Ah, Baum, 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 Baum. War ja klar. Aber ich glaube, so wie ich das Vorgewende gewählt habe, sah das ganz gut aus. Sieht das ganz gut aus. Jo. Genau. Beringer, da sagst du was. Fleisch, dann weniger, bewusster und ordentlich gehalten und regional. Genau so sieht's aus. Das volle Ölfass verkauft man dann auch gleich im Laden für ein volles Fass $500. Und wie lange brauchst du für ein volles Ölfass, Sabinchen? Dürfte ja eigentlich nicht lange dauern. Also bei den Pumpen, so wie sie aussahen. Aber ganz ehrlich, was denn? Also so viel habe ich auf dem Feld gar nicht mehr stehen, ne? Ja, ich habe ja eben einen schon weggebracht. Also drei müssten noch mindestens zusammenkommen, damit wir die Mission beendet kriegen. Nicht ganz. Nicht ganz. Drei und ich sag mal ein Dreiviertel voller. Das ist auch nur mit 20.000 gerechnet, nicht mit 22.000, also. Also praktisch ein halber. Eineinhalb. So, dann werden wir mal, hier brauchen wir nicht mehr. Dann gehen wir jetzt einen Schwank nach links. Und dann fahren wir jetzt quasi wieder zurück. Zurück, zurück.
Ach, da bist du. So. Den tackern wir jetzt fest. Wie voll bist du? Willst du meine oder Manus Antwort? Deine. 12.000. Gut, dann gehe ich noch ein bisschen kalt. Bei einem Video pro fast circa 1 bis 2 Minuten relativ leicht verdientes Geld. Ja, ich brauche noch ein bisschen, weil ich nur halbe Bahn momentan habe. Ich habe hier nämlich noch ein Krümsel drin, da kann ich noch erstmal leer machen. Dann muss ich ja nachher erstmal wieder noch was besorgen. Es müsste doch zu Hause schon wieder durchgelaufen sein, oder? Ich weiß nicht, wie schnell das jetzt läuft. Hey! Boah, Hunde, habe ich mich gerade erschrocken. Oh! Wie wäre denn Manus Antwort gewesen? 54% wäre Manus Antwort gewesen. Mhm. Und ich hätte mir dann ausrechnen dürfen, wie viel drin ist. Ich verurteile auch niemanden wegen der Einstellung zum Essen, aber wenn jemand meinem Essen das Futter weg ist, wie die Freundschaft. Boah. Oh, meine Hunde, ey. Oh. Ey, die haben, es sind 2 kleine Chihuahuas, die haben 2 große Nester. Oh, mein Herz. Die können 2 so eine kleinen Hunde so ein Alter da. Daniel, danke schön für dein Follow. Dankeschön für dein Follow, dankeschön, dankeschön. Ich hasse das, wenn hier Bäume stehen. Das ist dir klar, oder? Ja. Ist dir egal, ne? Ja. Boah! Du hast gefragt. Das ist nicht freundlich. Freundlich. Nee, heute nicht mehr. Bei Hub, 2 Fußhuben so viel leer machen, ja. Eine Katze und die braucht das ganze Doppelbett. Ich weiß, Dani, ich weiß. Dani. So. Wir haben jetzt Daniel und Dani. Machen wir ein bisschen unterscheiden hier die ganzen Sachen hier. Gleich ist leer. Ich habe 73%. Ich habe fast die Runde geschafft. Fast. 2 Treckerlängen. Dann hätte ich die das Vorgewende rum noch mit dem Rest. So. Wie viel Prozent hast du drin? 75%. 75%. Sehr schön. Das schaffe ich noch denn einmal zum Laden. Oh, oder in der Kurve. Boah, was ist heute los? Covermarsch, geht sofort los. Ich schicke ihn nur wieder auf die Reihe. Heute ist schlimm. Heute ist ein anderes Ruckeln wie sonst, ne? Ja, wie gesagt, ich starte ja sonst immer den Didi-Server neu. Ich werde demnächst den Game-Server einmal neu starten. So, Covermarsch, vielen Dank. Vielleicht hilft das. Oh, das ist so entspannend, ehrlich.
Ich habe 9000. Boah. Hier. Hier. 5. Ey, du bist jetzt drauf, ne? Ich wollte es dir nur gesagt haben. Mhm. Ja. Haben wir keinen Dünnfass. 3, 4, 5. Zack. Ja, okay. Sehr schön. Du hast so scheiße geparkt, dass ich jetzt deinen Anhänger weiter rüberschiebe. Nee, gerade so, aber wirklich Millimeterarbeit. Ja, kannst mal sehen. Wer kann, da kann. Hast von der Besten gelernt, ne? Hast von der Besten gelernt, ne? Wer trägt jetzt die Karo? Ich hab die dicken Hosen an, glaub's mal. Glaub's mal. Ne, von wegen Umgang formt den Menschen und so, ne? Von der Besten gelernt. So sieht's nämlich aus, mein Freund. Ehrlich? Oh, warte mal. Eigentlich wollte ich mir was einkaufen, aber ich muss mal... Genau. Das kommt von Transformer in der Datei. Da... Nein. So. Ich bin bei 86%. Ja. Ich lass nur noch fix hier. Dani ist schon eine Weile da. Ich schmeiß mich weg. Gut gekontert, Adrina. Ja. Irgendwann muss ich auch mal einen auf dicke Hose machen hier. Kann mich ja nicht nur unterbuttern lassen hier. So. Was? Ein Stück beiseite und dann komme ich mal. Ja, komm mal gefahren, weil ich bin schon bei 94%. Das bin macht 21.000 Liter. Ich habe sogar schon mein Rohr ausgefahren. Habe ich gesehen. Sehr schön. Ja, ich bin eine von den Guten. Was sagst du zu meinem schönen Streifenfeld? Ja. Begeisterung ist nichts da nicht. Begeisterung sieht anders aus, ne? Du bist noch gar nicht voll. Nee. Du willst ja mein... Der sowieso nicht reicht, fahre ich noch mal drunter. Du willst ja nur mein Wendemanöver sehen. Klar, warte. Sehr schön machst du das. Sehr, sehr schön. Ja, wer kann, der kann, ne? Das ist perfekt, wenn man kein großes Vorgewende hat mit so einer Maschine. Guck mal. Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann Vorgewende machen, aber der Schwarze hat es vorher verhindert hier. Also kannst du dich mal bitte ein weniger rassistisch benehmen? So war das ja nun nicht gemeint. So, jetzt holen wir uns den Rest. Dann bringen wir das gleich weg. So empfinde ich mein Arbeiten sehr gut. Und los geht's. So empfinde ich mein Arbeiten wirklich sehr gut. Ich muss nicht stehen bleiben, die Arbeit geht flott von der Hand. Oder von der Maschine, je nachdem. Alter, was ist heute los? Ja, das ist wirklich... Also heute ist echt... Aber sonst springt man über die Karte und heute ist es eher so ein Ruckeln. Einfach nur ein Ruckeln, ja. Deswegen, ich werde beide Server mal neu starten und dann... Bist du auch bei G-Portal? Nein, ich habe einen Game-Server. Ah, ein Game-Server. Der war weit oben in Sachen LS. Ah. Hallo Miri. Einen Hallo, Miri. Wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Hm. Na,
Das Miri hat doch Snotternase. Das Miri hat auch Nupfennase. Hustheiser. Oh, wie gut, dass man im Chat schreibt und nicht redet, hä? Das ist ja schon mal wieder 1A, wird der Hals geschont. Also hier ist wirklich eine Stelle, die ruckelt, ne? In der Karte drinnen, ne? Ja, ich habe die eine Kurve, habe ich auch. Da ist ja das A von Andrina mit dem Däumchen. Ich liebe es. Ich finde es toll. Also, das habe ich heute schon ganz viel gesehen. Und ich liebe es. Genau, Proxima. Gute Besserung, Miri. Hashtag gute Besserung, Miri. So wie wir das auch für Jürgen gemacht haben, für Grit gemacht haben, für Lavi gemacht haben, für alle, die nicht ganz topfit sind, einmal Hashtag gute Besserung in den Chat. Wäre cool. Muss ich doch hier auch mal ein bisschen Chatbewegung reinkriegen. Oh, das ist ja noch besser. Love Miri. Da knuddeln sie mal so richtig durch. Du hast dein Immunsystem ja auch so toll im Griff. Unfassbar. Ja. Ja, oh, ihr seid toll, super. Dankeschön an Fanditch, an Hexerlö, an Oma Lizzie, an Lavi, oh. Und an Manu natürlich auch. Logisch. Nicht, dass ich hier jemanden vergesse oder so. Ich habe schon wieder 45%. Ich bin gerade angekommen zum Abkippen. Genau, gute Besserung an alle Angeschlagenen. Das ist eine gute Idee, Lavinchen. Wir haben heute mal für die YouTube-Zuschauer, wir haben heute Montag, den 25.09. Morgen am 26.09. kommt unsere dritte Horde auf dem 7 Days. Im 7 Days Stream. Da bin ich ja mal gespannt, was da auf uns zukommt. Die Grit und ich müssen uns behaupten. Vielleicht sogar, weiß ich ja nicht, dass jemand zu uns kommt. Vielleicht Lavi oder was? Miri? Wenn eure Hordenbase noch nicht fertig ist, so, dann wird das ein lustiges Unterfangen. Oh, Dani, gute Besserung an alle, die nicht so fit sind. Oh, schön. Das finde ich gut. Oh, ich hab's aber heute mit dem knapp, ne? Also wirklich immer Millimeter, du. Ja, ich musste immer durch dieses pupsenge Tor durch bei der Zuckerfabrik. Das ist mein Problem. Ja, eng ist nicht immer gut, ne? Da haben wir es wieder. Muss nur gut. Hast du gerade geknurrt sein. Oder was? Muss nur gut geschmiert sein. Oh Gott. Dann quietscht es nicht so. Ja, dann müsst ihr zu uns kommen halt, ne? Dann müsst ihr morgen halt zu uns kommen. Einbuddeln vielleicht. Na, keine gute Idee. Obwohl, ihr müsstet euch dann mal bei Jason erkundigen. Der hat sich ja auch unter die Erde gebuddelt, um das zu machen. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber... Nicht wirklich, glaube ich. Hatte mir das angeguckt. Es wird die vierte Horde schon. Und ich glaube, die sind nach unten zu ihm gekommen.
Ja, bestimmt sind sie das. Die haben sich wirklich bis nach unten durchbuddeln wollen. Er ist, glaube ich, dann nach oben gegangen. Was? Die vierte? Okay, ja, dann habe ich mich geirrt. Irren ist menschlich oder männlich. Aber da ich eine Frau bin. Das wird doch Kindergarten. Genauso ein Kindergarten wie der Knast, ne? Hier, diese Kurve, Ja, jedes Mal. ich habe es gesehen gerade. Diese Kurve Da fängt siehst du jedes dich Mal an. selber, ne? Ja, Weil, ja. das habe ich jedes Mal, wenn ich hier lang fahre. Da siehst du deine Augäpfelchen von innen, ne? Ja. Und den Nacken. Stirnnacken. Und was war das? Stirnnacken. Überleg gerade, Stirnacken. Wo war das? Stier, ja, irgendwo war das, Was, Stirnacken. Police Academy? Ich glaube schon, das kann sein. Also Ich irgendwo war glaube. es. Stirnacken. Ich glaube, so hieß der, so hieß der. Ach so, so hat er sich in der, im Dings genannt. In der Tarnung hier als Polizist. Stirnacken. Jetzt habe ich gerade echt überlegt. Irgendwo. Oh, hier schon wieder. Einbuddeln hilft nicht mehr, baut euch ein massives Türmchen und einen Schwebebalken nach oben. Und dann könnt ihr sie gepflegt nacheinander abschließen. Habe ich tatsächlich versucht, aber sie gingen nicht da dort rein, wo sie reingehen sollten. Ich hatte tatsächlich eine Grube mit dem Käfig drüber. Sie wollten aber nicht da rein, wo sie rein sollten. Ja, fahr weiter, komm. Ey! Oh, sag mal. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Das ist aber wirklich schlimm jetzt, ne? Heute ist echt schlimm. Aber ist sowieso. Deutschland ist momentan Wrack. Du könntest quasi schon wieder hinten ranfahren, gleich, wenn ich zurückdrehe. Bin schon wieder bei 90%. Welche Richtung fährst du in die andere, ne? Ja. Bleib da stehen, ich wende. Okay. Dann kannst du dich gleich wieder zuladen. Na? Unser kleines Städtchen hat überall Baustellen. Überall. Die reißen jetzt überall Gehwege auf. Die schmeißen überall die Leitungen rein. Tja. Und machen die halbe Stadt dicht dadurch. Naja, aber alle wollen es haben, ne? Ja, das Problem ist, ob die Leitung nur drinnen liegt oder nicht. Wenn das Haus dafür nicht vorgesehen ist, ne? Und die Leitung nach oben nicht hat, bringt dir das Ganze nichts. So. Bei uns ist es ja nun so, unser Haus ist ja saniert worden. Da sind die ganzen Leitungen schon eingebaut worden. Weil du klemmst ja tatsächlich die Glasfaserkabel bis nach oben an und nicht die V-Leitung. Und weg sind wir. Siehst du, das ist ein schönes Arbeiten, schönes Arbeiten. Schon geht's wieder los. Wenn ich jetzt gleich zurückfahre, gucke ich gleich mal, wie viel da noch rein muss. Oh, Auto!